Kunststoff wird normalerweise aus Öl, einer fossilen Ressource, hergestellt. In Europa wird jedoch nur etwa ein Drittel des Kunststoffs recycelt. Aber was wäre, wenn wir Plastik wieder in Öl für die Produktion von neuem Kunststoff umwandeln könnten? Das würde einen Kreislauf schaffen, der unsere Abhängigkeit von fossilen Ressourcen verringert. Unsere chemische Recycling-Technologie ReOil kann genau das. Der Prozess beginnt mit zerkleinertem Kunststoffabfall, der auf über 400 Grad erhitzt wird. Dadurch brechen die Molekülketten auf und aus dem festen Kunststoff wird ein Gas. Dieses Gas verlässt den Pyrolyseprozess durch einen Gasabscheider. Anschließend kühlen wir es kontrolliert ab. Schwereres Gasöl kondensiert zuerst und sammelt sich am Boden des Kondensators, während leichtere Stoffe wie Naphtha und Flüssiggas weiter oben gesammelt werden. Bei diesem Verfahren entstehen verschiedene Produkte, die fossile Rohstoffe vor allem bei der Herstellung neuer Chemikalien ersetzen können. Für einen möglichst effizienten Prozess wird der Kunststoffabfall mit einer heißen Flüssigkeit vermischt, die in diesem Teil des ReOil-Prozesses zirkuliert. Dies spart Energie, unterstützt die Wärmeübertragung und erleichtert den reibungslosen Transport des Materials durch die gesamte Anlage. Die bisher größte ReOil-Anlage ist erfolgreich im Betrieb und kann 2000 Kilogramm Altkunststoff pro Stunde verarbeiten. Sie ist vollständig in unsere Raffinerie Schwechat integriert. Der erzeugte Rohstoff wird wieder zur Herstellung von neuem Kunststoff und anderer Chemikalien verwendet. Chemisches Recycling konzentriert sich auf Kunststoffe, die mechanisch schwer zu recyceln sind. Unsere ReOil-Technologie ergänzt daher bestehende Recyclingverfahren und trägt dazu bei, den Recycling-Kreislauf für Kunststoffe zu schließen.